Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, mein Name ist Oswegow, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es wieder mal um Erste Hilfe und es geht im Grunde um einen meiner Lieblingsartikel, sowohl im Survival Kit als auch in der Ersten Hilfe. Wohnt bei mir schon seit Ewigkeiten in der linken Oberschenkeltasche die Rettungsdecke. Und heute werden wir uns mal ein bisschen intensiver damit auskaspern. Intro, Erklärbär, Hü. Showtime, folks. Eigentlich habe ich das schon ganz, ganz lange vor. Jetzt gab es vor kurzem gerade einen Post von Markus Isser. Markus Isser ist der Ausbildungsleiter der Bergrettung Tirol. Und der hat was gepostet. Da wurde mit einer Rettungsdecke, also ziemlich genau dieses Möbel hier, eine Abbindung improvisiert. Ihr wisst schon, Arm abbinden, Bein abbinden. Diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ihr wisst, das ist mein Steckenpferd, das ist mein Thema, das ist mein Baby, schon seit vielen, vielen Jahren. Medizinische Leckabwehr, also wenn ich sonst nichts kann, aber das kann ich und das kann ich vor allem vermitteln. Und ich erkläre auch gerne nochmal, warum. Warum reite ich so auf diesen starken Blutungen rum? Das ist das, was der Laie bei einem Unfall am einfachsten selber handeln kann. Das heißt, ihr habt da tatsächlich selber die Möglichkeit, ein Leben zu retten. Und ich habe schon viel Blödsinn ausprobiert, glaubt es mir bitte. Es gibt nichts, was mehr Adrenalin ausschüttet, als einem anderen Menschen das Leben zu retten. Und damit hier wird das Ganze relativ einfach. Wir gucken uns mal heute meine Lieblingsanwendung an. Wie viel das werden? Keine Ahnung. Weil das Ding ist im Grunde eine Art schwarzer Offiziersmesser. Wir fangen an mit der Abbindung. Wir werden die Abbindung einmal besprechen und auch das erklären, warum. Warum ist das mit der Abbindung mein Steckenpferd? Pro Jahr sterben 3500 Persönlichkeiten im Straßenverkehr, wovon bummelig 70% zumeist über die Extremitäten verbluten, bevor der Rettungsdienst irgendwo sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass der Rettungsdienst in Deutschland so unfassbar scheiße ist, sondern es hat ganz einfach damit zu tun, dass alles mit der Ersten Hilfe steht und fällt. Mit dem Ersthelfer, mit demjenigen, der vor Ort ist. Mit dem steht und fällt wirklich alles. Und ich habe noch einen Satz Zahlen, Daten, Fakten. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, jemand Erste Hilfe benötigt, da ist es nicht der große, böse Unbekannte, sondern einer aus deinem allernächsten Beritt. Allerengste Familie, allerengste Freunde, dann kommt sehr lange sehr, sehr viel nichts. Das heißt, die Chance, dass du irgendwann mal früher oder später an jemanden schraubst, den du wirklich gut kennst, der eventuell dein Lieblingsmensch ist, diese Chance ist dramatisch hoch. Das ist nicht der große, böse Unbekannte, der uns gern mal irgendwie im Führerscheinkurs suggeriert wird. Das ist falsch. Okay? Deswegen. Einig sind sich alle Beteiligten drüber, wenn so ein ehrenwertes Gerät oder was Ähnliches verfügbar ist, das hier ist das Combat Application Tourniquet in der 7. Generation. Das ist ein modernes Abbindesystem, was eigentlich aus dem Militärischen kommt. Ist der Platzhirsch, ist der Marktführer und das aus gutem Grund. Das Ding ist so puteneinfach in der Anwendung, dass das eigentlich schon wieder wehtut. Zu dem Thema habe ich mich mehrere hunderttausend Mal ausgelassen. Ich gebe euch hier mal den Link für eine Playlist dazu. Wenn ihr aber teures Fancy Device nicht habt, habt ihr trotzdem das Recht, überleben zu können, zu wollen, zu dürfen, zu müssen. Und da kommt die Improvisation dann tatsächlich zum Tragen. Ja, ich weiß, es wird den einen oder anderen wieder geben, das geht aber nicht. Doch, das geht und auch da habe ich mich schon mehrere tausend Mal zu ausgekaspert. Wenn ich irgendwas Sinnvolles an Zahlen, Daten, Fakten finde, packe ich es unten nochmal in die Videobeschreibung. Da lasse ich mich jetzt hier nicht nochmal zu aus, weil das würde den Rahmen echt sprengen.
Abbindung. Wir hatten gesagt Abbindung, wir gucken es uns an. Also, wir brauchen einmal die Rettungsdecke. Wir brauchen etwas zum Knebeln. Und wir nehmen mal den oberen meiner drei Schenkel. Und wie es so schön in der Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich versuche das auch ein bisschen auf Zeit. Hoch in die Leiste. Da machen wir einen Kreuzknoten. Ey, ihr wisst doch, was ein Kreuzknoten ist, oder nicht? Mach mich nicht fertig. Wir nehmen einen Knebel. Den packen wir nicht direkt in den Knoten, sondern daneben. Sehen zu, dass unser Patient hier möglichst wenig in den Hosentaschen hat. Das wird sonst einigermaßen albern. So, das fühlt sich besser an. Ho! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Mit dem Rest von diesem Gebänzel hier. Mit dem Rest von diesem Gebänzel hier gehen wir jetzt bei und sichern das Ganze gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle. Alter, leck mich, bis ich schrei. Ha, ist das schön. Verdammt. An die Herren der Schöpfung bitte nicht zu viel einbinden. Somit haben wir die erste Anwendung als eine meiner Lieblingsanwendungen gesehen. Die Abbindung. Ursprünglich gedacht war diese Rettungsdecke zum Wärmeerhalt. Tada! Der Witz an der Sache ist, dass ihr euch damit aber nicht einpackt wie Hertha die tanzende Fleischwurst, also nicht hauteng eindrehen. Denn diese Rettungsdecke funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion. Zum Reflektieren braucht das Ganze aber etwa so ein Stück zwischen Folie und dem eigentlichen Patienten. Die Unterkühlung, by the way, ist Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen, gleich nach dem Verbluten. You're welcome. Also wäre das fachgerecht Eindrehen von unserem Patienten nicht nur witzig, sondern lebensnotwendig. Und es wird auch von Profis häufig falsch gemacht und mit dramatischen Folgen. Je kühler ein Patient im Krankenhaus ankommt, desto beschissener ist die Überlebenschance im weiteren Verlauf. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Wir können das Ding aber zum Beispiel auch unter einem Baum aufspannen bzw. irgendwo aufspannen und uns als Sonnenschutz drunter packen. Im Grunde wie so eine Art kleines Zelt, ein kleines Behelfszelt. Was zum Beispiel zum Thema starke Blutung auch geht, ist ein Druckverband. Wir nehmen an, ich entsafte über die Handgelenkarterie. Jetzt mache ich mir hier irgendwas als Mundauflage drauf. Das kann sein ein Paket Taschentücher bzw. ein Taschentuch, und das Paket Taschentücher nehmt ihr als Druckpolster. Ich überlasse das mal eurer Fantasie. Geh bei und packe jetzt irgendwas anderes als Druckpolster. Wir nehmen mal mein Portemonnaie wegen der Versichertenkarte.
Das packen wir da in die Mitte. Und auch das wird hoheitlich eingewickelt. Und auch hier wieder den Kreuzknoten. Voilà, da ist sogar ein Schleifchen fürs Krankenhaus dran, zum mal auspacken. Nee, da war unsachlich, aber das kann ich fließend. So, Kinders, wir haben die Abbindung, wir haben den Wärmeerhalt, wir haben das Behelfszelt, wir haben einen Druckverband. Ihr könnt das Ding aber auch für Rettungstechniken nehmen. Ihr seht jetzt hier eine der Arten und Varianten. Das war aber eigentlich nur, um vorzuführen, ob und wie viel dieses gute Stück aushält. Wir haben bei einer Veranstaltung eines Kunden einen Bekannten von uns mit der Rettungsdecke aus einer G-Klasse, aus einer Mercedes G-Klasse mit Portalachsen rausgehoben. Geht. Geht das gut? Je nachdem, wer fragt, ja. Denn was ist die Alternative mit dem Rautek-Griff da oben aus der Höhe mit der Portalachse und bei euch dann mit dem Schlag ins Kreuz und ihr liegt als Querschnitt daneben? Das überlegt euch sehr genau. Gut, das ist nur eine der verschiedenen Varianten. Ihr könnt denjenigen normalerweise wie mit einer Art Bandschlinge aus der Feuerwehr rein mit einer 180 cm Bandschlinge um den Oberkörper rumlegen und laufen. Ja, das muss nicht schön, das muss nicht pädagogisch wertvoll, das muss vor allem nach norddeutschem Sprichwort, und das da lautet: Wer rettet, hat Recht. That's it. So, können das war nur ein klitzekleiner Ausflug und das war wirklich nur Erste Hilfe. Ah, einen habe ich noch. Apropos Erste Hilfe, apropos im Wald und auf der Heidi und im Außengemüse. Ihr könnt damit auch bei Sonnenschein auch signalisieren. Dann funktioniert diese Rettungsdecke. Wir packen sie jetzt doch mal aus. Egal. Dann funktioniert die nämlich ähnlich wie ein Signalspiegel. Die eine Richtung haben wir die güldene, auf der anderen Seite haben wir die silberne. Früher hieß es immer, dass eine der Seiten dem Patienten zugewandt, damit sie wärmt, die andere Seite zum Kühlen im Sommer, um Überhitzung zu vermeiden. Und das, meine Damen und Herren, ist falsch. You're welcome. Zum Thema Signalisieren. In den Bergen im Winter wird das Goldene hier zum Signalisieren als Notsignalmittel besser wahrgenommen als das Silberne. Die silberne Seite wird in dem Fall gern mal für ein Stück Eis, wo sich die Sonne drin spiegelt, gehalten. Das ist doof und verzögert eventuell Rettung von euch oder von einem eurer Nächsten. Okay? Das war jetzt, wie gesagt, erstmal nur so der Ausflug Erste Hilfe. Da gibt es wesentlich mehr. Reini Rossmann hat es gerade gezeigt mit der Rettungsdecke, mit Wasseraufbereitung. Auch das geht. Loch graben, Rettungsdecke rein, in dieses vermeintliche Loch, das abzukochende Wasser, da dann erhitzte Steine, in der Glut erhitzte Steine, geht. Und das geht auch, ohne dass diese Folie schmilzt. Das ist nicht halb so witzig, wie es klingt, und es funktioniert. Es gibt unendliche Möglichkeiten, wie du das Ding anwenden kannst. Das war also nur ein klitzekleiner Ausflug, das war nur der Gruß aus der Küche. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, haut es unten in die Kommentare, dann kasper ich mich dazu logischerweise weiter aus. Kinders, mir war es erstmal ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.
Showtime, folks. Woohoo!